Und jetzt geht es weiter bei uns mit einem Tier. Auf Latein Gallus Gallus Domesticus genannt. Auf Deutsch einfach Haushuhn. Und dieses Exemplar hier, diese Henne, legt am Sonntag immer ungewöhnliche Eier, sozusagen Überraschungseier. Hören wir mal, was sich heute darin versteckt. Echt? Was machst du denn da? Muss das denn sein, so früh am Morgen? Muss es eben nicht. Es geht später doch genauso gut. Was? Wieso besser? Ja, das habe ich mal gesagt und es stimmt auch. Man wird immer besser, je länger man was übt. Aber es kommt auch drauf an, wann man übt und was man übt. Ich will damit sagen, was bringt das denn? Um diese Uhrzeit, dieses... Entschuldigung. Ich wusste ja nicht... Nein, ich wollte dich nicht kränken. Jetzt komm, Max. Max, komm, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Ich wusste nicht, dass das total wichtig für dich ist, okay? Außerdem habe ich mich entschuldigt. Gut. Vielleicht möchtest du mir jetzt ja trotzdem sagen, was dieses Wichtige ist, dass du da übst. Nein, ist alles gut. Natürlich. Dann natürlich. Ach nee, wie dumm von mir. Das hätte ich eigentlich erkennen müssen. Hä? Nur, Entschuldigung, brauchst du das überhaupt? Sie? Weil, also eigentlich ist ja hier auf dem Hof der Hahn fürs Krähen zuständig. Und ich weiß nicht, wie der reagiert. Der Hahn ist was? Urlaubs? Ist unglaublich. Der Hahn? Davon was denn bitte sehr? Das bisschen Rumstolzieren auf dem Misthaufen? Na, davon wird man ja wohl wirklich nicht müde. Und schon gar nicht urlaubsreif. Okay. Er kräht. Aber ob das nun wirklich so anstrengend ist? Naja, wenn du sagst. Ich hingegen sage, wirklich anstrengend ist es, Eier zu legen. Aber das interessiert wahrscheinlich wieder niemanden. Dich schon? Echt? Och. Na ja, du bist ja auch was ganz Besonderes, Brüderchen. Ja, ich bin auch was Besonderes. Und deshalb lege ich jetzt auch ein ganz besonderes Ei. Bitte schön. Moment. Fuchs und Hase. Langeweile. Eine Serie von Renus Berbig mit Sunny Melles. Irgendwo, weit weg von hier, auf einer Waldwiese, wo absolut nichts los war, stöhnte der Hase lautstark vor sich hin. Er hatte die Pfoten auf einem Baumstumpf verschränkt, seinen Kopf seitlich draufgelegt und schaute missmutig drein. Der Fuchs saß neben ihm und knabberte an einem Birkenzweig. »Dann mach doch was«, schlug er vor und spuckte ein Stückchen Rinde aus. »Was denn?«, quengelte der Hase. »Was soll ich denn machen?« »Na, irgendwas«, sagte der Fuchs. »Hier knabber auch einen Birkenzweig.« »Bäh«, machte der Hase. »Du kannst auch Grashalme flechten oder rückwärts auf einem Bein hüpfen. Ganz egal, Hauptsache du machst was.« »Nein, das ist langweilig«, jammerte der Hase und rutschte mit der Wange über seine Pfote, dass er so zusammengeknautscht aussah wie ein plattgesessener Plüschhase. »Dann lass es!« Der Fuchs schüttelte verständnislos den Kopf. Wenn der Hase sich nicht helfen lassen wollte, war das sein Problem. »Ich will aber was machen, was nicht langweilig ist«, maulte der Hase vorwurfsvoll. Der Fuchs machte ihm noch eine ganze Reihe anderer Vorschläge, aber der Hase hatte an allem etwas auszusetzen und quengelte nur noch mehr. Der Fuchs stöhnte. Das war ja nicht auszuhalten.
Entweder du machst irgendwas oder du lässt es. Ist mir piep egal. Aber hör endlich auf, andauernd hier herumzujammern. Das nervt. Er war langsam am Ende seiner Geduld. Ah, du bist aber fies! Der Hase zog das I so lang wie einen Kaugummi, dessen Ende er dem Fuchs ans Ohr kleben wollte. Ich? Der Fuchs sprang empört auf. Jetzt bin ich wohl auch noch schuld an deiner Langeweile. Ich sag dir was, mir reicht's. Das hält ja kein Fuchs aus. Ich gehe. Er schmiss dem Hasen den Birkenzweig vor die Füße und stapfte ärgerlich davon. Für einen Moment war der Hase still und schaute dem Fuchs überrascht nach. Der ging ja wirklich. Hä, du bist aber so blöd, schimpfte er ihm wütend hinterher. Aber der Fuchs drehte sich nicht mehr um. Er verschwand einfach im Unterholz. Jaulte der Hase noch einmal auf. Er wollte es nicht wahrhaben. Der Fuchs konnte doch nicht einfach so gehen. Doch wie sehr er sich in den höchsten Tönen auch dagegen sträubte, der Fuchs blieb verschwunden. Irgendwann gab der Hase auf. Die ganze Jammerei schien ihm plötzlich sinnlos geworden. Jetzt, wo niemand mehr da war und hörte, wie bemitleidenswert er war. Plötzlich wurde ihm klar, dass es ohne den Fuchs erst richtig langweilig war. Was hatte er gesagt? Man muss was tun? Der Blick des Hasen fiel auf den Birkenzweig, den der Fuchs fortgeworfen hatte. Mit einem Bein zog er ihn zu sich heran. Dann schob er seine Pfote darunter und hob ihn vorsichtig in die Höhe. Er musste verflixt aufpassen, dass der Zweig bei diesem Kunststück nicht das Gleichgewicht verlor. Mit einem Mal war die schlechte Laune des Hasen verflogen. Er hatte auch gar keine Zeit mehr daran zu denken, denn jetzt hatte er eine Idee. Als der Fuchs zurückkam, staunte er nicht schlecht. Da stand der Hase auf dem Baumstumpf, machte einen Kopfstand und balancierte ganz oben auf dem großen Zeh seinen abgeknabberten Birkenzweig. »Was machst du denn da?« fragte er verblüfft. »Ich mache Kunststücke.« Der Hase ließ den Zweig nicht aus den Augen. »Und du?« »Mir ist langweilig«, brummte der Fuchs. »Dann mach doch mit«, lachte der Hase, und mit einer federnden Bewegung warf er dem Fuchs den Birkenzweig zu. »Komm, ich zeig dir, wie's geht.« Max, hallo, Max, könntest du das vielleicht draußen machen? Nicht. Warum denn nicht? Was haben die gesagt? Das ist eine Frechheit. Lass dir bloß von den Hühnern nichts einreden. Das klingt sehr, sehr schön, was du da machst. Aber die sind mir nicht. Mir? Nein. Nein, mir hat es total gut gefallen. Ich wollte nur, dass du draußen übst, weil es da besser zur Geltung kommt. Noch besser als hier drin. Weißt du, weil... Weißt du, hier drin ist die Akustik so schlecht. Irgendwie so so muffig, duffig, so dumpf, weißt du? Na, der Klang. Jetzt lass dir doch Zeit. Das kommt schon noch. Ein Küken muss nicht krähen können. Verstehst du? Als ich so klein war wie du. Selbstverständlich war ich auch mal klein. Was? Ich war ein ganz süßes, also ein sowas von süßes, kleines Küken. Genau wie du es jetzt bist. Vielleicht sogar noch ein klitzekleines bisschen kleiner und süßer. Richtig schnuckelig. Aber es ist auch egal. Jedenfalls konnte ich damals auch noch nicht krähen, ja? Und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich bin ein Küken. Ich war ein Küken, du bist ein Küken.
Wo ist denn da der Unterschied? Männer küken, Frauen küken, so ein Unfug. Der Hahn. Urlaub. Also Moment mal, Max. Nur weil der Hahn sagt, er ist urlaubsreif, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich Urlaub macht. Der geht doch hier nicht weg. Niemals. Und zweitens, angenommen, der Hahn macht wirklich Urlaub. Ich sage ja nur angenommen. Also wenn er das wirklich machen würde, dann kann ein so kleines Küken wie du ihn doch nicht vertreten. Sie. Kannst du nicht. Warum? Weil das eben nicht geht. Das erkläre ich dir später. Okay? Eben doch fällt mir dazu was ein. Ich habe nur vorher noch was anderes zu erledigen. Was Wichtiges. Genau. Und hier kommt's auch schon. Ich kann ja auch nicht dafür. Moment. Kater Kaorle. Eine Geschichte von Heinz Janisch mit Stefan Wilkening. Wenn er einen Tag lang aufs Meer schaut, wird sein Fell blau. Meerblau. Manchmal hüpft er auf ein altes Brett und lässt sich über die Wellen schaukeln. Einmal hat er dabei sogar einen Fisch gefangen. Kater Kaorle ist ein mutiger Kater. Und er ist ein alter Seefahrer. Ein Katzenpirat. Reden wir nicht darüber, sagt Kater Kaorle. Aber wenn dann eine streunende Strandkatze neben ihm sitzt, redet er doch darüber. Er erzählt vom Überfall auf die Kokosnussinsel und vom vergrabenen Schatz und vom Schiff der verzauberten Katzen. Zu Mittag isst Kater Kaorle Fisch. Wozu lebt man am Meer? Dann schläft Kater Kaorle. Er hat schöne, meerblaue Träume. Er träumt von der Piratenprinzessin, die er nie kennengelernt hat. Am Nachmittag geht Kater Kaorle, das Fell noch halb blau, zu Pippo. Pippo hat das beste Eis in der Stadt. Kater Kaorles Fell wird jetzt bananengelb und pistaziengrün. Am Abend liegt Kater Kaorle wieder am Strand. Sein bester Freund kommt, Kater Rimini. Sie schauen lange zu den Sternen hinauf. »Schau dir das an«, flüstert Kater Kaorle. Oben schwebt, strahlend und funkelnd, eine Sternenkatze. »Meine Piratenbraut«, flüstert Kater Kaorle. Er wird ganz andächtig. »Jetzt glaub ich auch daran«, flüstert er. »Woran?«, fragt Kater Rimini, der kaum den Kopf gehoben hat. »Woran glaubst du?« »An Piraten«, sagt Kater Kaorle, »und an die Liebe.« Dann schlafen sie beide. Und das Meer rauscht und rauscht, dass man es bis hierher hören kann. Das war aber mal wieder ein Eichen, was? Also wenn der Hahn so krähen würde, wie ich Eier lege, dann wäre einiges besser auf diesem Planeten. Findest du nicht, Max? Sie. Stimmt. Ich wollte dir erklären, warum du den Hahn nicht ersetzen kannst. Sie. Und zwar, weil... Was ist? Das ist ein rotes Pünktchen. Was? Weil, weil... Schon ist es wieder da. Weil. Jetzt muss ich anders anfangen. Was? Also, Max, hast du den Hahn schon mal beobachtet, wenn er kräht? Sie. Ja, dann weißt du ja, wie er dabei aussieht. Ja, das auch. Aber ich meine etwas anderes. Das rote Ding, das er da oben auf dem Kopf hat. Genau, sein Kamm. Max, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Es ist ein großes Geheimnis. Aber du bist jetzt alt genug, es zu erfahren. Oh. Guck mal, Lea. Dieser Kamm ist das Instrument, mit dem der Hahn kräht. Genau. Und solange du das nicht hast, weißt du, geht es eben nicht. Drum ist auch alles Üben
jetzt noch umsonst. Was? Weißt du, Schätzchen, du musst einfach warten. Bis wann? Bis du groß bist. Dann bekommst du auch so einen Kamm. Und dann musst du üben und üben und üben und irgendwann geht's dann. Das stimmt nicht. Was? Natürlich stimmt das. Wieso rede ich so? Ich rede immer. Ich? Na, schau mich doch an. Was denkst du, was ich da oben habe? Genau, ein Kamm. Ja. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Mein Kamm ist vielleicht nicht groß, aber er ist großartig. Und genauso großartig kann ich grillen. Nein, habe ich noch nicht ausprobiert, aber sowas spürt man doch. Gerne, viel schön. Natürlich, nur gerade im Moment ist das mit dem Vormachen vielleicht, weißt du, das ist, also, weißt du, so auf Befehl geht das gar nicht. Ja, da geht nichts. Aber wenn es drauf ankommt, dann... Du wirst staunen. Jetzt dränge mich doch nicht so. Lass mal in Ruhe einlegen, dann zeige ich es dir, okay? Was? Wo willst du hin? Zum Hahn. Max, warte mal, halt mal, warte mal. Das kann man nicht auf die Schnelle, das muss man mit Fingerspitzengefühl. Weg ist er. Naja, also... Wenn er das jetzt dem Hahn erzählt, dass ich krähen kann, tja, dann vielleicht sollte ich das dann doch zur Sicherheit mal kurz ausprobieren. So schwer kann es ja nicht sein. Aber man ist ja doch gerne vorbereitet. Um Gottes Willen. Ach du liebe Zeit, das klingt ja gruselig. Da muss ich ja noch ganz schön was tun, wenn ich wirklich den Hahn ersetzen will. So was Blödes. So kann ich noch nicht auftreten, die lachen mich ja aus. Die haben ja bei Max schon so gelästert. Meine Güte, da bin ich ja bei mir. Darf ich gar nicht drüber nachdenken. Also nochmal. 2, 3. Ich glaube, ich muss kotzen. Was mache ich denn jetzt? Na sowas. Oh nein, da kommt das nächste Ei. Und gleichzeitig muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ja, sowas aber auch. Das ist ja voller Stress. Moment. Tiere im Urlaub. Ein Lied von Ferri und Perlico Perlacco.
Hallo. Wie? Na? Na, bist du wieder da? Wie kommst du denn darauf? Ich muss doch nicht üben. Ich kann krähen, das habe ich dir doch schon gesagt. Nein, ich habe in der Zwischenzeit ein Ei gelegt. Aber was ist denn mit diesen? Ja, da fällst dir auch auf, oder? Sie? Stell dir vor, ich bin ganz plötzlich heißer geworden. So ein Pech. Aber man, diese Liebeschen. Ja, eben. Dabei hatte ich mich schon so drauf gefreut, euch zu zeigen, wie gut ich krähen kann. Oh, mein Liebchen. Ach, lass. Du weißt, ich bin in solchen Sachen ja ziemlich tapfer. Nein, weh tut's nicht, aber weißt du, das wird schon wieder. Aber diesen Liebchen? Der Hahn. Sie? Was hat er denn gesagt? Weißt du, ich hab mir überlegt, wir könnten uns seine Arbeit ja auch teilen, wenn er nicht da ist. Ich gehe oben auf dem Misthaufen auf und ab und schaue, dass alles in Ordnung ist auf dem Hof. Und du kräst ab und zu mal auf mein Zeichen. Nicht. Nicht? Aber warum denn nicht? Was sagt er? Zu klein? Also das ist ja ein Ding. Und mich? Aber diese nicht. Na, möchte er, dass ich für ihn krähe? Ich meine, natürlich erst, wenn meine Stimme besser ist. Nee. Nein. Aber was ist mit nicht? Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit. Nur weil ich ein Huhn bin, das ist sowas von... Was ist nicht? Er braucht gar keinen Ersatz. Nein, no, aber das ist nicht. Weil er gar nicht in den Urlaub geht. Nee. So ein Pech. Ja, ich hatte mich schon so doof eingestellt. Aber nein. Gut. Nächstes Jahr, ja. Also das lässt sich sicherlich einrichten. Wer es dann macht, das können wir ja dann noch überlegen und ausschnapsen. Du bist ja dann schon ein großer Hahn mit Kamm und so. Genau. Was? Eine Stimme? Wieso? Was soll damit sein? Aber ach, stimmt. Stimmt. Sie ist wieder da. Juhu. Schön und frisch. Als wäre ich nie heiser gewesen. Ein Wunder. Na, sowas. Jetzt? Ach, nö, weißt du, wir wollen doch die anderen nicht stören. Lieber später. Wann? Naja, zum Beispiel nächstes Jahr. Und bis es soweit ist, machen wir es uns richtig gemütlich. Gut, dann lege ich schnell noch ein letztes Eichen und dann fangen wir sofort damit an. So. Die unsinkbaren 3. Robinson Crusoe. 3. Ein Comic von Wilhelm Nünnerich. Mit Klaus Schweizer, Peter Justen und Uwe Scharek. Mama, ich hoffe, es geht dir gut. Bei uns, naja. Nachdem wir in einen schlimmen Sturm geraten sind, der uns das Schiff ziemlich demoliert hat, haben Grete und Bumskopf, der heißt jetzt Freitag, das Schiff in eine Insel mit Baumhaus, Schutzhöhle und so weiter verwandelt und spielen Robinson wie die Kinder. Überlebenstraining, nennen sie das. Hä? Sie wollten sogar Getreide anbauen und eine Ziege halten. Das habe ich allerdings verhindert. Aber abends lesen wir spannende Geschichten und üben das Überleben. Alles sehr friedlich. Heute wollen sie wieder Schätze. Kaum schreibt man was von friedlich, geht auch schon der Krach los. Da muss ich doch mal... Mist! Das hat doch sonst immer geklappt! Ja, nur... Ach, hier die Planke! Kann mir mal irgendjemand hier erklären, was die Hämmerei soll und was die mit Robinson und Überlebenstraining zu tun hat? Ich denke, ihr wollt heute eine Schatzsuche veranstalten. Ja, wir wollten aber vorher nur noch mal eben was kochen. Und da versucht Grete Feuer zu machen mit dem Feuerstein. Nur, dass das erfahrungsgemäß nicht so gut klappt, wenn man mit dem Feuerstein auf Holz rumhaut. Weil das nämlich dann kaputt geht. Aber das Holz soll doch brennen. Aber durch die Funken von 2 Steinen. Ja, ich dachte ja nur, das ging so schneller. Hätte ja auch sein können. Und Robinson musste das ja auch erst lernen. Naja.
Und ist ja auch die alte, wackelige Planke, die wir sowieso ersetzen wollten. Die daneben könnt ihr dann auch gleich rausnehmen. Bis später. Ei, ei, Kapitän Fitzauge, schon! Haut der mit dem Stein auf? Tja. Wo war ich? Ah, ja. Heute wollen sie wieder Schätze suchen. Das heißt, dass sie nach Essen auf dem Schiff suchen. Ansonsten gibt es fast nur noch Fisch. Selbst der andere. Das kann wohl nicht wahr sein. Die reißen ja noch das ganze Schiff rein. Da. Yippie! Was soll denn das Getöse? Könnt ihr denn niemals... Was ist das für ein Papier? Na, von wegen Papier. Ah, voll der Plan ist das. War unter der zweiten alten Planke versteckt. Ein Plan? Zeig mal her. Donnerwetter. Das ist ja eine ganz, ganz alte Schatzkarte. Und das ist doch... Das ist ja gar nicht mal weit weg von hier. Ja, da nichts wie los. Ja. Ja. Das große Gesetz. Das ist noch nicht repariert. Ja, und der Hauptmast ist auch noch Hütte. Und die Ruderpille ist Getreidestampfer. Und der Anker... Aber das Klo. Was ist mit dem Klo? Das haben wir zum Beiboot umgebaut. Das Klo zum Beiboot? Na, wegen der Versorgung. Aber das ist ja ganz hervorragend. Dann holen wir uns den Schatz eben mit dem Kloboot. Worauf warten wir denn noch? Das Beiboot zu Wasser lassen. Ja. Es wird Wasser. Alle Mann von Bord an Bord. Yippie. Yippie. Und ab zum Schatz. Komm her. Hm? Gelegentlich, da schwindelt auch ein Huhn wie ich. Oh. Ja. Denn Max, ich muss es hier gestehen, in Wahrheit kann ich gar nicht krähen. Aha. Dass ich es sagte, war recht dumm. Aha. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm. Aha. Weißt du, zwar halten Hühner manchmal Wache, doch Krähen, das bleibt Männersache. Ja. Ja. Ja, und es ist auch gut so. Sie. Das war das Sonntagsfund von Carola Zinner mit April Heiler. Zusammengestellt von Claudia Schöll und produziert von Eva Demmelhuber. Und jetzt geht es weiter bei uns mit einem Tier. Auf Latein Gallus Gallus Domesticus genannt. Auf Deutsch einfach Haushuhn. Und dieses Exemplar hier, diese Henne, legt am Sonntag immer ungewöhnliche Eier. Sozusagen Überraschungseier. Hören wir mal, was sich heute darin versteckt. Mäxchen, echt? Was machst du denn da? Muss das denn sein, so früh am Morgen? Muss es eben nicht. Es geht später doch genauso gut. Was? Wieso besser? Ja, das habe ich mal gesagt und es stimmt auch. Man wird immer besser, je länger man was übt, aber... Es kommt auch drauf an, wann man übt und was man übt. Ich will damit sagen, was bringt das denn? Um diese Uhrzeit, dieses... Entschuldigung. Ich wusste ja nicht... Nein. Ich wollte dich nicht kränken. Jetzt komm, Max. Max, komm, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Ich wusste nicht, dass das total wichtig für dich ist, okay? Außerdem habe ich mich entschuldigt. Gut, also, gut. Vielleicht möchtest du mir
jetzt ja trotzdem sagen, was dieses Wichtige ist, das du da übst. Nein, ist alles gut. Ja, doch, natürlich. Dann natürlich. Ach nee, wie dumm von mir. Das hätte ich eigentlich erkennen müssen. Nur, Entschuldigung, brauchst du das überhaupt? Sie? Weil, also eigentlich ist ja hier auf dem Hof der Hahn fürs Krähen zuständig. Und ich weiß nicht, wie der reagiert. Ich nehme dich zu. Der Hahn ist was? Urlaubs? Ist unglaublich. Der Hahn? Davon was denn bitte sehr? Das bisschen rumstolzieren auf dem Misthaufen? Na, davon wird man ja wohl wirklich nicht müde. Und schon gar nicht urlaubsreif. Aber diese... Okay, er kräht. Aber ob das nun wirklich so anstrengend ist? Naja, wenn du sagst. Ich hingegen sage, wirklich anstrengend ist es, Eier zu legen. Aber das interessiert wahrscheinlich wieder niemanden. Dich schon? Mich. Echt? Och. Naja, du bist ja auch was ganz Besonderes, Brüderchen. Ja, ich bin auch was Besonderes. Und deshalb lege ich jetzt auch ein ganz besonderes Ei. Bitte schön. Moment. Fuchs und Hase. Langeweile. Eine Serie von Renus Berbig mit Sunny Melles. Irgendwo, weit weg von hier, auf einer Waldwiese, wo absolut nichts los war, stöhnte der Hase lautstark vor sich hin. Er hatte die Pfoten auf einem Baumstumpf verschränkt, seinen Kopf seitlich draufgelegt und schaute missmutig drein. Der Fuchs saß neben ihm und knabberte an einem Birkenzweig. »Dann mach doch was«, schlug er vor und spuckte ein Stückchen Rinde aus. »Was denn?«, quengelte der Hase. »Was soll ich denn machen?« »Na, irgendwas«, sagte der Fuchs. »Hier knabber auch einen Birkenzweig.« »Bäh«, machte der Hase. »Du kannst auch Grashalme flechten oder rückwärts auf einem Bein hüpfen. Ganz egal, Hauptsache, du machst was.« »Nein, das ist langweilig«, jammerte der Hase und rutschte mit der Wange über seine Pfote, dass er so zusammengeknautscht aussah wie ein plattgesessener Plüschhase. »Dann lass es!« Der Fuchs schüttelte verständnislos den Kopf. Wenn der Hase sich nicht helfen lassen wollte, war das sein Problem. »Ich will aber was machen, was nicht langweilig ist«, maulte der Hase vorwurfsvoll. Der Fuchs machte ihm noch eine ganze Reihe anderer Vorschläge, aber der Hase hatte an allem etwas auszusetzen und quengelte nur noch mehr. Der Fuchs stöhnte. Das war ja nicht auszuhalten. Entweder du machst irgendwas oder du lässt es. Ist mir piep egal. Aber hör endlich auf, andauernd hier herumzujammern. Das nervt. Er war langsam am Ende seiner Geduld. »Ah, du bist aber fies!« Der Hase zog das I so lang wie einen Kaugummi, dessen Ende er dem Fuchs ans Ohr kleben wollte. »Ich?« Der Fuchs sprang empört auf. »Jetzt bin ich wohl auch noch schuld an deiner Langeweile. Ich sag dir was, mir reicht's. Das hält ja kein Fuchs aus. Ich gehe!« Er schmiss dem Hasen den Birkenzweig vor die Füße und stapfte ärgerlich davon. Für einen Moment war der Hase still und schaute dem Fuchs überrascht nach. »Der ging ja wirklich?« »Hä, du bist aber so blöd«, schimpfte er ihm wütend hinterher. Aber der Fuchs drehte sich nicht mehr um. Er verschwand einfach im Unterholz. Jaulte der Hase noch einmal auf. Er wollte es nicht wahrhaben. Der Fuchs konnte doch nicht einfach so gehen. Doch wie sehr er sich in den höchsten Tönen auch dagegen sträubte, der Fuchs blieb verschwunden. Irgendwann gab der Hase auf. Die ganze Jammerei schien ihm plötzlich sinnlos geworden. Jetzt, wo niemand mehr da war und hörte, wie bemitleidenswert er war. Plötzlich wurde ihm klar, dass es ohne den Fuchs erst richtig langweilig war. Was hatte er gesagt?
Man muss was tun? Der Blick des Hasen fiel auf den Birkenzweig, den der Fuchs fortgeworfen hatte. Mit einem Bein zog er ihn zu sich heran. Dann schob er seine Pfote darunter und hob ihn vorsichtig in die Höhe. Er musste verflixt aufpassen, dass der Zweig bei diesem Kunststück nicht das Gleichgewicht verlor. Mit einem Mal war die schlechte Laune des Hasen verflogen. Er hatte auch gar keine Zeit mehr daran zu denken, denn jetzt hatte er eine Idee. Als der Fuchs zurückkam, staunte er nicht schlecht. Da stand der Hase auf dem Baumstumpf, machte einen Kopfstand und balancierte ganz oben auf dem großen Zeh seinen abgeknabberten Birkenzweig. »Was machst du denn da?« fragte er verblüfft. »Ich mache Kunststücke.« Der Hase ließ den Zweig nicht aus den Augen. »Und du?« »Mir ist langweilig«, brummte der Fuchs. »Dann mach doch mit«, lachte der Hase, und mit einer federnden Bewegung warf er dem Fuchs den Birkenzweig zu. »Komm, ich zeig dir, wie's geht.« Max? Max? Hallo? Max? Max? Könntest du das vielleicht draußen machen? Nicht. Warum denn nicht? Was haben die gesagt? Das ist eine Frechheit.